ja. So, Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Und ich bin wieder ein super Vorbild, ja. Schuhe auf dem Tisch, Zigarette in der Hand. Wenn ihr euch fragt, wo wir hier sind, für die Leute, die vielleicht schon ein paar ältere Videos von mir gesehen haben, das ist mein Wohnzimmer. So, ihr wundert euch, warum ich meine Springer anhab, beziehungsweise ich habe einen Schottenrock an. Ich habe heute vor, mich endlich an das 1000-Abonnenten-Special zu setzen. Und bin jetzt da momentan noch dabei, das Skript zu schreiben, mich da ein bisschen reinzufuchsen, da ein bisschen was zu basteln und so weiter. Da wir jetzt endlich auch einmal, Gott sei Dank, Effekte und alles haben. So, heute geht es aber erst einmal in erster Linie um Freedom. Das Netzwerk, bei dem ich jetzt beigetreten bin, mittlerweile. Das haben wir jetzt am Freitag, Samstag, Sonntag gemacht. Jetzt bin ich dabei und wir werden uns jetzt dann in der nächsten Zeit darum kümmern, oder ich werde mich jetzt darum kümmern, dass meine Videos nochmal eine Stufe höher gehen. Es gibt Möglichkeiten, Videos bzw. Musik, also man kann von Freedom, es sind ja viele verschiedene YouTuber dabei, unter anderem Musiker, Grafiker und Designer und alles. Und damit kann man dann quasi, man hilft sich da quasi gegenseitig und kann da dann quasi für die Videos, ja, eben das Zeug gegenseitig verlinken und alles. Das Schöne ist an der ganzen Geschichte jetzt das, wenn ich da irgendwas machen will, habe ich jetzt da halt ein paar neue Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Wir werden jetzt damit anfangen, dass wir, ja, über die Regeln kurz reden. Bei Freedom, im Gegensatz zu anderen Netzwerken, haben wir jetzt keine solchen krassen Regelungen wie zum Beispiel, ich muss irgendwie meine ganzen Videos löschen, die jetzt zum Beispiel Industrial-Video, Headbanger-Videos, also alles, was mit GEMA-rechtlicher Musik ist, brauche ich nicht löschen. Die darf ich nach wie vor auf meinem Kanal behalten. Ich darf halt lediglich keine Sachen machen, die ich vorher auch nicht durfte. Das heißt, wenn die GEMA sagt, das Video wird gesperrt, tschüss, dann ist es gesperrt und tschüss. Ansonsten habe ich die Rechte, das weiterhin auf meinem Kanal zu lassen und auch weiter solche Videos zu machen. Vorteile, die ich bei Freedom habe, sind eigentlich recht gut. Zum Beispiel kann ich mir jetzt lizenzfreie Musik beziehungsweise von YouTubern, die das halt, also von anderen YouTubern, die das für Freedom bereitstellen von uns, mir das zu nehmen, muss halt einen Kanal verlinken, aber das ist ja kein Stress. Das mache ich ja momentan auch schon mit der Musik immer, wenn ich irgendwelche Effekte und so weiter habe. Gut, das wäre das eine. Das andere ist, und ich bin momentan dabei, das zu überlegen, wie ich das mache, aber ich möchte eine kleine Animation machen, in der es um einen kleinen Drachen geht und um Metal, jetzt gedacht. Die Grundidee von diesem Projekt, daran arbeite ich auch schon ein bisschen länger, also auch schon lange vor Freedom etc. Ich arbeite an der Idee schon recht lange und in der Idee geht es darum, ein Drache, ein kleiner Drache, reist um die Welt, ja, also der fliegt um die Welt von einem Festival zum nächsten, immer so auf Besuch und alles und erlebt da halt seine Abenteuer. Und darauf will ich hinaus. Es soll sowas Ähnliches werden wie die Heavy Metal Maniacs, nur eben mit einem Drachen und mit Metal. Ich habe jetzt bereits einmal den Just Ketchup Animation angeschaut, beziehungsweise angeschrieben, weil ich schaue von dem auch die Videos und habe den mal gefragt, ob der Lust hat, da mir irgendwie zu helfen, ob man da vielleicht auch irgendwas zusammen aufbauen kann mit dem Projekt. Ich möchte da erstmal eine Staffel mit vielleicht 20 Folgen für den Anfang machen, sowas für 10, 15 Folgen, 15 bis 20 Folgen für den Anfang. Und je nachdem, wie dann die Staffel bei euch so ankommt, möchte ich das Ganze, keine Ahnung, dann in vielleicht eine zweite Staffel weitermachen. Das zeigt sich dann, wie gut das ist. Da ich selber aber also keine Animationsfähigkeiten habe, ich mich mit den Programmen zwar schon beschäftigt habe, aber mich nicht damit auskenne und das nur teilweise so als Hobby mache und nicht etc. so irgendwie intensiv oder so, kann ich mich damit nicht so weit auseinandersetzen. Der Just Ketchup Animation allerdings ist ja jemand, der macht es schon sehr lange, der macht ja auch seine eigenen Animationen. Der macht ja auch seine eigenen Animationen und alles und deswegen
ist er vielleicht einer der Besten dafür. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass ich das mit jemand anderem zusammen machen werde, falls überhaupt jemand bereit ist, mir da zu helfen. So, das ist eine der Sachen. Eine letzte Sache, und damit haben wir dann den Time of Metal heute beendet. Und ihr habt gesehen, wir haben jetzt für den Time of Metal das Intro. Das wird wahrscheinlich auch das Time of Metal Intro bleiben. Momentan werde ich es einfach für den Time of Metal und für den Vlog erstmal benutzen, bis wir das andere haben. So. Und damit geht es auch schon direkt nochmal zu Facebook. Heute nicht um mich, sondern um etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass ihr das mal mitkriegt, beziehungsweise dass ich euch mal darauf aufmerksam mache, falls ihr es nachher selber wisst. Ich habe das erste Mal davon gehört, das war beim, ja, das war bei Le Floyd, bei seinen Le News. Und er hat in den Le News darüber gesprochen, dass er, wie erkläre ich das jetzt am schlauesten? Es gibt Leute auf YouTube, auf Facebook, und die machen Videos, wie sie andere Menschen, die am Boden liegen, treten, ja. Die schlagen die, die treten die, die treten dann nochmal auf den Kopf und alles mit voller Gewalt. Darauf möchte ich euch aufmerksam machen. Wenn ihr sowas mitbekommt, ruft die Polizei, ruft den Krankenwagen. Wenn ihr vier, fünf Leute seid und es sind zwei, drei Leute, dann ziehe ich die weg von denen, ja. Sorgt dafür, dass der Person nicht noch mehr Schaden zuläuft. Aber um Gottes Willen, bitte achtet auf euch selbst auch, ja. Das muss nämlich auch nicht sein. Aber tut mir den Gefallen. Und vor allem der Person, die am Boden liegt, ja, dass der Person geholfen wird, ja. Im Metal ist sowas eigentlich unvorstellbar, dass man jetzt da sitzt und krass, oh, Scheiße, der liegt am Boden, da treten wir jetzt rein. Sowas brauchen wir einfach nicht. Und da denke ich mir einfach, was zur Hölle, wie bescheuert kann man sein? Ja, ich meine, da steht einer mit einem Fotohandy auf einer Treppe, ja, steht da oben und filmt, wie auf der Treppe unten ein Mädchen zusammengeprügelt wird. Und dann schreit er auch noch voll, dann redet er auch noch voll gelangweilt, so, wir rufen jetzt den Krankenwagen. Boah, ey, Junge, wenn ich in dem Moment neben dir gestanden wäre, ich hätte dir so eine gewaffelt, dass du die Treppen runtergekugelt wärst und wäre mir die Springerstiefel in die anderen zwei neigesprungen. Dass die am Boden liegen. Dann hätte ich zwar nicht auf die eingetreten, weil das macht man nicht, aber die wären wahrscheinlich die nächsten 2 Stunden nicht mehr aufgestanden. Wenn ihr sowas seht, macht was dagegen, ja? Schaut nicht zu bei sowas, ruft die Polizei, versucht da irgendwas zu machen. Wenn ihr 5, 6 Leute seid oder wenn da mehrere Leute stehen, die zuschauen, sagt, hey, kommt, helft mir mal und dann zieht ihr die weg von denen. Ich meine mal ehrlich, stellt euch mal vor, ihr liegt da am Boden und auf euch tritt jemand ein, dann wollt ihr auch, dass euch jemand hilft. Die Welt ist schon beschissen genug, warum muss man dann auch noch so eine Scheiße abziehen? Ich meine mal ehrlich, wie psychopathisch müssen Menschen sein? Das ist beschissen. Das muss echt nicht sein. So, darüber haben wir jetzt auch gesprochen. Und ich sehe jetzt gerade, ich muss meine Kamera aufladen. Das heißt, ich werde jetzt meine Kamera aufladen, mal danach das Video hier gleich rendern, wenn ich schon dabei bin, und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Metal haut rein und bis zum nächsten Mal. Und bitte tut uns allen den Gefallen, und wenn ihr so jemanden kennt, zeigt die Person eiskalt an. Da geht es dann immer um Freundschaft oder sowas. Das ist ein eiskaltes Verbrechen und sowas gehört bestraft. Wenn ich dabei gewesen wäre oder wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich den anderen so eine waffeln, dass der sich dreimal überschlägt und in 200 Jahren noch meinen Turnschuh verdaut, wenn ich dem in den Arsch getreten habe. Oder in meinem Fall 400 Jahre, weil die Springerstiefel am Strahlkappen. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt wie ihr seid, dann passt die Scheiße. Allerdings, wenn ihr solche Arschlöcher seid, wo andere brücheln, dann überlegt euch ernsthaft, ob ihr so bleiben wollt, weil dann stehe ich irgendwann einmal mit der Faust hinter euch und meine Ringe tun ganz schön weh. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.
Yeah.
Metal, Leute. Servus und herzlich willkommen. Was möchte ich heute von euch? Ich möchte euch heute was erzählen. Und zwar möchte ich heute die Geschichte vom Drachenlord erzählen. Ja, mein Name hat nämlich eine lange Tradition. Der Drachenlord ist seit mehr als... Eigentlich ist er seit Anbeginn der Zeit unterwegs. Den Drachenlord gibt es bereits seit mehr als... Ja, eigentlich seit Anbeginn der Zeit eben. Und der Drachenlord ist eines Tages einfach erschienen. Niemand weiß warum, niemand weiß wieso. Die einzige Person, die weiß, wieso der Drachenlord und von wem der Drachenlord erschaffen wurde, ist der Drachenlord selbst. Der Drachenlord, also ich, werde euch heute diese Geschichte erzählen. Wie ist der Drachenlord entstanden? Was hat ihn erschaffen? Und noch viel wichtiger, was hat er in Zukunft vor? Der Drachenlord ist ein, wie gesagt, sehr altes Wesen. Und der Drachenlord ist erschaffen worden durch die Kraft der Musik. Nicht durch die Kraft des Metal, nicht durch die Kraft des irgendeiner anderen Genres. Einfach nur durch die Kraft der Musik. Die Musik ist etwas, das den Drachenlord immer fasziniert hat. Es war eine solche allgewaltige Kraft. Sie ist überall sichtbar, überall spürbar. Der Drachenlord hat sich's angewöhnt, mit seinem treuen Stab durch die Welt zu reisen. Und mit diesem treuen Stab hat er viele Gefahren überwunden und im Lauf von mehreren Jahrhunderten, ja gar Jahrtausenden, hat der Drachenlord es geschafft, ein Wissen an sich zu bringen, das nur wenige besitzen, bis gar niemand. Heute existieren nur noch ganz wenige ausgewählte Personen, die diese allgewaltige Kraft in sich tragen. Die Kraft der Drachen. Die Drachen sind heute leider nicht mehr unter uns. Es gab vor knapp 2500 Jahren einen Krieg, einen Kampf zwischen dem Drachenlord und einem anderen Wesen. Niemand weiß, ob es ein Mensch war oder irgendein anderes Wesen, ob es gar ein Drache war. Keiner weiß es mehr. Aber eins ist sicher, diese Kraft, diese Stärke des Drachenlords und die des anderen Wesens hat die Kraft des Drachenlords in Anspruch genommen. Er musste die Welt und alles in ihr vernichten, damit die Welt gerettet werden konnte. Das Ganze ist jetzt mehr als 2500 Jahre her. Die Drachen und der Drachenlord waren damals das Einzige, was existierte, das Einzige, was überlebte. Und nach diesem Ganzen, nach dieser allgewaltigen Kraft, nach diesem allgewaltigen Kampf, beschlossen die Drachen, wegzugehen. Die Drachen ließen den Drachenlord alleine. Sie sagten, eines Tages würden sie wiederkommen. Eines Tages würden sie wieder da sein, um mit ihm zusammen und den Wesen, die dann existieren. Denn sie wussten, es wird irgendwann wieder was existieren, außer dem Drachenlord. Dann würden sie zusammen mit dem Drachenlord und den Wesen die Welt beherrschen. Die Welt, wie wir sie kennen, ist also mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Der Drachenlord hat eine Kraft entfesselt, die den ganzen Planeten fast vernichtet hätte. Auf jeden Fall sicher ist, dass die gesamte Welt vernichtet wurde. Nun ja, so oder so, eines ist sicher, die Welt wird irgendwann einen weiteren solchen Kampf erleben müssen. Denn wenn wir eines wissen, ist es, dass die Menschen diesen Planeten lieber zerstören würden, als ihn mit anderen zu teilen, die ähnlich intelligent wären wie sie selbst. Menschen können sich ja nicht mal selbst kontrollieren. Ich meine, seht euch das an. Kriege auf der ganzen Welt.
Überall vereinzelte Kämpfe. Die Menschen sind sich uneins. Und das wird sie irgendwann vernichten. Der Drachenlord, also ich, versucht jetzt was dagegen zu unternehmen. Natürlich brauche ich eure Hilfe dafür. Der Drachenlord spricht gerne in der dritten Person von sich, wie man merkt. Das liegt daran, dass er fast 500 Jahre alleine war. Vor fast 500 Jahren. Gschmarre. Vor fast 2000 Jahren, 2013 Jahren, um genau zu sein, sind die Menschen entstanden und haben sich entwickelt. Der Drachenlord fand die Menschen von Anfang an sehr interessant. Wesen, die ähnlich waren wie er und doch so zerbrechlich. Nicht unsterblich, sondern kurzlebig, wie der Morgentau. Er hat sich durch seine Kraft und seine Magie in einen Menschen verwandelt, um unter ihnen zu leben. Unerkannt, die Menschen studierend. Und was er gesehen hat, macht ihn traurig. Zu wenig Liebe, zu wenig Verstand. Ein Mensch ist intelligent. Ein ganzer Haufen Menschen ist ein Haufen dummer, wilder Tiere. Nun ja, ich möchte zusammen mit euch heute dieses Ganze ändern. Auf der Reise durch das Land, das sich YouTube nennt, ist mir etwas aufgefallen. Es gibt einen Herrscher, einen ziemlich gewaltigen Herrscher. Dieser Herrscher nennt sich Lord Abaddon. Lord Abaddon ist ein anscheinend sehr beliebter und starker Herrscher auf seinem Gebiet. Eines, was mir nicht gefällt, ist, dass er versucht, ganz YouTube zu unterwerfen. Etwas, was mir gefällt, ist die Art, wie er es tut. Im Vergleich zu allen anderen Herrschern, die der Drachenlord je gesehen hat, und es waren alle bisherigen Herrscher, von Leuten und Herrschern, die noch gar keiner gekannt hat, bis zu dem Punkt, wo sie starben, wo sie untergingen, die Reiche zerfielen. All das machte den Drachenlord sehr traurig. Doch Lord Abaddon ist jemand, der versucht, die Welt durch Liebe zu einen, durch Freundschaft. Zumindest soweit der Drachenlord es erfahren hat. Ich werde mich niemals unterwerfen. Aber vielleicht kann man ein Bündnis schließen. Denn der Drachenlord herrscht über eine Kraft, über die nicht einmal Lord Abaddon herrscht. Wir werden sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Geschichte vom Drachenlord. Ich gebe zu, er ist ein bisschen... Ja, er ist ein bisschen von sich eingenommen. Und falls es jemand nicht bemerkt hat, ich habe anscheinend eine zweite Persönlichkeit. Ja, auf YouTube und vor allem für YouTube-Partner ist es ja nicht unbedingt was Ungewöhnliches, dass entweder die Möbel sprechen oder die Stimme aus dem Äther. Ja, die Stimme aus dem Äther bei einem zu Hause wohnt. Oder eben auch eine gespaltene Persönlichkeit. Ich erinnere nur mal an Chan. Chan von Apple hat ja auch so eine gespaltene Persönlichkeit. Auch wenn die lange nicht mehr aktiv war. Wie auch immer. Der Drachenlord ist meine gespaltene Persönlichkeit, meine zweite Persönlichkeit. Und der Drachenlord ist, ja, eine sehr starke Persönlichkeit. Es ist sehr schwer, ihn in seinem eigenen Körper zu haben. Ja, ich überlege, wie ich den Satz beende. Die Kraft des Drachenlords ist etwas, das man einfach nur in sich spüren kann. Ich leg mal lieber seinen Stab beiseite, sonst kriege ich Ärger. Die Kraft des Drachenlords ist auf jeden Fall etwas, das sehr schwer in sich aufzustauen ist.
Der Drachenlord ist eben der Lord der Drachen. Und jeder, der sich mit Drachen auskennt oder jeder, der über Drachen sich schon mal informiert hat oder halt irgendwie für Drachen sich interessiert, weiß, dass ein Drache intelligenter ist als ein Mensch, stärker als als das stärkste und größte Wesen der Welt und mit magischen Fähigkeiten ausgestattet ist, die selbst die Kräfte der Elfen verblassen lassen. Naja, der Drachenlord ist jetzt jemand, der diese ganze Kraft plus seine eigene Kraft besitzt. Das bedeutet, er ist teilweise sehr unausgeglichen. Das heißt, er ist eben stur wie ein Drache, wenn man so möchte. Er ist stärker als ein Drache. Muss er ja, weil ein Drache würde nur den folgen, der stärker ist als er selbst. Allerdings, und da hört mir bitte ganz genau zu, die Drachen hatten nie etwas gegen die Menschen. Die kannten die Menschen ja noch gar nicht. Ich meine, der Lord hat sich ja erzählt, die Drachen sind gegangen, bevor die Menschen existiert haben. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann es dann sein, dass die Menschen von Drachen wissen? Wie kann es sein, dass Drachen überall in der Kultur auferstehen, auftauchen? Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Der Drachenlord hat sein ganzes Leben, was heißt sein ganzes Leben? Seine ganze Existenz lang, er hat ja kein eigenes Leben mehr, er ist ja unsterblich. Er hat seine ganze Existenz lang, ist er durch die Welt gereist, durch das ganze Sein, den ganzen Planeten umkreist hat er. Und auf die Art und Weise hat er halt die Legende der Drachen erhalten. Er hat hier mal einen Zauber gewirkt, da mal eine Stärke ausprobiert. Und auf die Art und Weise hat er halt für die Existenz, also für den Glauben an die Existenz der Drachen gedacht. Und ja, ihr habt gehört, irgendwann werden die Drachen wieder kommen. Ich persönlich freue mich schon drauf. Ich hoffe sehr stark, dass die irgendwann wieder kommen wird. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch einfach mal gefallen. Und wenn der Drachenlord wieder zu mir spricht, beziehungsweise wieder zu euch sprechen möchte, dann werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Ich werde ein Video machen und dann werden wir zusammen über den Drachenlord sprechen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Metal und bleibt so, wie ihr seid, dann passt die Scheiße. Euer Drachenlord 1510. Tschüss. Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord, Drachenvlog, wie auch immer. Ah, Mann, die Eltern haben es echt wieder geschafft, Alter, ein neues Tiefstniveau zu erreichen. Jetzt haben sie doch tatsächlich Pornobilder von mir gefunden, ne? Die ich vor Äonen irgendwann mal auf einer pornografischen Webseite gepostet habe und nicht mehr gewusst habe, dass die überhaupt noch existieren. Diese Typen haben echt, ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Ich schäme mich für das nicht. Ich gehe auch in die Sauna. Meint ihr ernsthaft, dass mich das nur im geringsten kümmert? Das Einzige, was mich stört an der Sache ist, dass das Ganze nicht wirklich jugendfrei ist und es mitten auf einer Plattform gepostet wird, die nicht die von vielen Jugendlichen benutzt wird oder von fast jedem Jugendlichen heutzutage benutzt wird. Das finde ich absolut asozial. Alles andere interessiert mich absolut gar nicht, ob ihr die findet oder nicht. Die Bilder sind ungefähr 8 Jahre alt. Moment, doch, ja, naja, 8 Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ungefähr 6 Jahre sind die alt. Und das interessiert mich sowas von gar nicht. Ja, ich habe eine E-Mail, ne, ich habe eine SMS heute Morgen bekommen, so von wegen, ja, wenn du deinen sexistischen Scheiß nicht lässt, dann werden wir Bilder von deinem Mikropenis veröffentlichen. Zunächst mal ist mein Penis wesentlich größer, als auf dem Bild gezeigt ist. Das liegt bei mir einfach daran, dass ich übergewichtig bin und beim Übergewicht ist eben ein bisschen Fettpolster zwischen Bauch und Penis, also quasi dieser, ich weiß nicht, wie diese Zone heißt, aber da dazwischen ist halt, das ist halt quasi ein Fettpolster, das bedeutet, die Länge vom Penis wird dadurch ein bisschen abgeschwächt. Das können wir gerne nachprüfen, das wird überall, ich empfehle dazu 160 Minuten Sex, da wird es auch gezeigt, da quatschen die auch mal drüber. Das Gewicht hat also auch auf diese Situation, beziehungsweise auf diese Region des Körpers einen Einfluss. Mich persönlich stört es nicht, denn meine Länge ist durchaus gut genug. Ja, das ist da nur nicht so gut gezeigt, weil der da nicht richtig war. Ist mir aber auch ziemlich scheißegal. Ganz ehrlich,
Das ist das absolut tiefste Niveau, wie ein Mensch sinken kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwo bin ich erleichtert, dass es jetzt auftaucht, weil ich habe damit überhaupt kein Problem. Und ich finde es halt nur beknackt, dass die Hater jetzt wirklich diese Jugend damit belasten, ja, mit so einem Scheiß belasten. Mich juckt es überhaupt nicht, wie ich aussehe, wie ich nackt bin. Jeder von uns sieht nackt nicht besonders perfekt aus. Keiner ist perfekt von uns. Das ist jetzt so jetzt dunkel. Ich habe damit überhaupt kein Problem, Leute. Mich juckt das null. Und allein die Tatsache, dass die Hater diese alten Bilder gefunden haben, ja, die 5, 6, 7 Jahre alt waren, da war mein Bett noch komplett anders gestanden und so weiter und so fort. Das ist einfach sowas von lächerlich und sowas von dumm und töricht, da einfach davon auszugehen, dass man deswegen hier irgendwie jetzt, also dass ich deswegen hier irgendwie aufhören würde, mir das peinlich wäre. Ey, ihr habt dann so viel Scheiße verzapft. Meint ihr ernsthaft noch, ihr könnt mich in irgendeiner Art und Weise dazu bringen, dass ich meine Sachen lasse? Oh Mann, ihr seid so dämlich, ey. Na gut. Ich danke euch. Hust. Ich danke euch fürs Zuschauen. Heute Abend kommt wieder ein kleiner Stream. Ich werde dann heute Nacht noch ein paar Videos vorbereiten und drehen. Neuer Drachenlord soll kommen. Der wird wahrscheinlich allerdings auf Summer Breeze, also auf nach Summer Breeze verschoben. Dann möchte ich auch auf Summer Breeze eventuell eine kleine Geschichte drehen, die ich dann für dieses Video oder für diese Folge brauche. Dann würde ich sagen, das war es soweit von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Drachenlord. Oh Mann, Hater, ihr habt echt das dünnste Tiefniveau von allen erreicht. Jetzt kümmert es mich wirklich gar nicht mehr, weil jetzt können wir für mich kaum noch was rausfinden, was jetzt leider noch irgendwie mir wirklich peinlich sein könnte. Und ja, vor 5 Jahren wäre ich dafür vielleicht ausgelastet, aber jetzt ist es mir scheißegal. Die Bilder sehen damals, die Bilder sind von damals, sind mittlerweile komplett anders als damals. Interessiert mich nicht, interessiert mich null. Tschüss. Es ist Deutsch. Wahrheit, ich bin
Metal, Leute. Jo, danke fürs Anschauen vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls jemand von euch selbst Industrial tanzt, und das war das übrigens gerade, möchte ich natürlich gleich mal sagen, ich persönlich bin schlechterin. Das war das erste Mal, dass ich vor der Kamera getanzt habe. In der Disco habe ich das schon ab und zu mal gemacht. Aber ich bin da eigentlich eher unerfahren. Für die Leute, die das nicht kennen, so in etwa schaut's aus. Normalerweise, es gibt bessere Leute, also ich werde mir irgendjemanden raussuchen aus dem Internet, werde ich dann ein Video verlinken unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch dann anschauen. Gut. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Übrigens, das war auch für meine ehemaligen Arbeitskollegen aus dem Jakob. Vielleicht schaut sich ja der eine oder andere mal an. Ja, und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Metal, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Metal, Leute. Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Und ich bin jetzt gerade schon wieder richtig abgefuckt. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache und damit es hinterher nicht wieder heißt, ich würde hier wieder kein Metal spielen. Wer es erkannt hat, kriegt einen Keks. So. Für alle, übrigens hieß der Keks. So, weg damit. Jetzt habe ich es wieder reingeschnippt, egal. So Leute, heute ein paar Kleinigkeiten. Mein Rechner ist futsch. Ich wollte eigentlich erklären, was mit dem Rechnererzähler futsch ist. Der greift die Festplatte nicht, aber bevor ich jetzt da lang rumlabere, dann heißt es wieder hinterher, so ist keine Ahnung. Fuck you und scheiß drauf und keinen Bock. Mein Rechner funktioniert nicht. Ich kann momentan keine Effekte mit reinnehmen, weil mein Laptop zu beschissen ist. Fuck you, Laptop. Und Ende der Geschichte. Ich habe keinen Bock jetzt darüber zu labern. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich sagen kann, was ich will. Es interessiert keinen Schwanz da draußen. Und auch keine... ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Heute gibt es nochmal die Sache. Jetzt hat er endgültig über Metal gequatscht heute. Ihr beschwert euch, ich sage zu wenig über Metal. Hier habt ihr den Metal. Wie auch immer, auf jeden Fall wollen wir jetzt heute mal drüber sprechen, was hier jetzt abgeht. Ich habe hier absolut keinen Bock momentan, mich irgendwelche Scheiße hinzugeben. Ich kündige an, was nicht kommt. In die Kommentare damit, was ich ankündige und was noch nicht gekommen ist. Das Kommentare-Kommentier-Video, das habe ich erklärt, warum es nicht gekommen ist, weil mein Laptop für den Arsch ist und da meine ganzen Daten drauf waren. Punkt 2. Was habe ich angekündigt, was nicht kommt? Mein Hashtag fragt Drache Video habe ich angekündigt, kam aber am Samstag als Alternative, weil das andere Video nicht gekommen ist. So wäre das jetzt erst am Mittwoch gekommen, so kam es jetzt aber heute. Ihr merkt, ich bin ziemlich abgefuckt gerade, weil es mir schon wieder ziemlich tierisch auf die Eier geht, wenn ich immer wieder so Kommentare lese und da habe ich schon wieder alle gelöscht, also braucht ihr gar nicht nachschauen. Ich sei eine Schande für den Metal. Oh, bam, tut das weh. Leute, es gibt keine Schande vom Metal. Der Metal hat keine Schande, weil wir haben kein Rangsystem. Der ist cool, der ist uncool, der ist oben, der ist unten. Ey, bei uns laufen durch die Bühnen, durch die Bands, durch die Konzerte, da laufen überall die Bandmitglieder teilweise rum, mitten in Fans von 100.000 Leuten. Das interessiert bei uns keinen. Da gibt man mal die Hand oder sowas, wenn man erkennt. Ich habe ein Bild, da ist der Sille von, der Sille, Moment, der Freggy von, bin ich jetzt bescheuert? Der Freggy von Varg. Ja, der Sänger von Varg steht einfach mal auf dem Summer Breeze 2013 mitten in der Menge. Ey, das hat kein Schwein interessiert. Mein Kumpel hat ihm die Hand gegeben, hat ein Foto mit ihm gemacht, das war's. Ey, wenn das irgendein Hip-Hop-Kasper macht oder irgendein Popstar, ey, die zerreißen den in der Luft. Und bei uns, ja, das ist cool, gibt man die Hand, begrüßt sich, sagt Servus, macht geile Musik und dann schaut man sich weiter das Konzert an. So läuft es bei uns. Bei uns gibt's nicht, der ist ein Star, der ist kein Star, der ist cool, der ist uncool. Der ist ein Spack, der ist kein Spack. Natürlich gibt's auch bei uns Spacken und natürlich kriegen auch mal die Spacken bei uns aufs Maul. Bei uns kriegen aber auch die Coolen aufs Maul. Bei uns kriegt jeder aufs Maul, der es verdient hat. Aber danach wird's saufen gegangen. Das habe ich euch schon 100 Mal erklärt und ich darf es immer wieder erklären.
Deswegen in Zukunft, wem das nicht passt, der kann gehen. Ich habe die Schnauze voll, immer wieder das Gleiche zu sagen. Vor allem, mich kotzt das an, wenn ich alles dasselbe 100-mal und über 100-mal und immer wieder nochmal wiederholen muss. Da habe ich keine Lust drauf, das geht mir auf die Eier. Und ich habe es noch nie gut aufgenommen, wenn man mich 1000-mal bittet, irgendwas zu wiederholen. Das konnte ich schon in der Schulzeit nicht ausstehen und das kann ich auch heute nicht ausstehen. Und ihr wollt mehr Metal? Ihr meint, Metal ist Aggression, ihr meint, Metal ist Nazi, ihr meint, Metal ist Satanismus? Dann habt ihr heute einen Satan vor euch! Ey, ganz ehrlich. Normalerweise mache ich meine Videos anders, aber der Vlog ist ein Vlog. Und ich habe in Zukunft ich mache in Zukunft meine Vlogs anders. Und zwar mache ich in Zukunft meine Vlogs metal-lastig! So. Ich kündige an, was nicht kommt. In die Kommentare damit, was habe ich angekündigt, was nicht kommt. Ich habe angekündigt, 4 Drachen der Metal. Läuft momentan nicht, aber es kommt wieder. Es ist auch noch nicht abgesagt. Das heißt wahrscheinlich bald anders, aber es ist noch vorhanden. CD-Reviews kommen momentan noch nicht, aber ich habe schon eine neue CD vorbereitet und da kommt auch demnächst was. Dann haben wir die Vlogs. Dann haben wir die Animes. Dann haben wir, auch wenn Animes zum Metal an sich nicht gehört, im Metal, es gibt nichts, was nicht zum Metal gehört und was doch zum Metal gehört. Es gibt im Metal Leute, die rappen, es gibt im Metal Leute, die normal singen, es gibt Metal, die growlen, es gibt Metal, die screamen. Und das ist bei uns völlig egal. Es gibt auch Leute, die singen und dazu haben wir Nightwish, Within Temptation und noch zigtausend andere Bands, Symphonica und was weiß ich. Die singen auf Oper-Stil. Also so nicht im Opa, sondern im Oper-Stil. So ganz hoch und so ganz extrem. Und dann denke ich mir einfach nur, das ist dann Symphonic und Melodic Metal. Und dann, hallo, was gibt es, was nicht zum Metal gehört, Leute? Schlager? Okay, da haben wir unseren Heavy Metal, die alten Sachen. Dann die aggressiven Geschichten. Da hätten wir den Brutal Metal, den Death Metal, den Black Metal, den Pagan Metal. Wobei Pagan Metal in Anführungszeichen dann wieder das Geschichtliche ist. Dann kann man den Viking Metal, gehört auch zum Geschichtlichen. Und wehe, es kommt mir jemand in den Kommentaren mit. Es gibt kein Viking Metal. Es gibt Viking Metal. Ende der Geschichte. Dann haben wir für Geschwindigkeit unseren Power Metal, unseren Speed Metal, unseren Super Speed Metal, unseren Super Power Metal. Dann haben wir unseren Melodic Metal, Symphonic Metal. Dann haben wir Gothic Metal. Dann haben wir Gothic Rock. Das gehört auch dazu, auch wenn es Rock ist. Dann haben wir unseren normalen Hard Rock. Dann haben wir unseren... Im Rock kenne ich mir zu aus. Dann haben wir Soft Rock für die Leute, die gerne kuscheln. Dann haben wir auch unseren Gothic, der gehört auch ein bisschen da dazu. Dann haben wir Melodic und Symphonic Metal zum Kuscheln. Wir haben Leute, es gibt nichts, was der Metal nicht ist. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt aufgegeben, Leute davon zu überzeugen, dass Metal eigentlich die wahre Erfüllung ist. Ich wollte euch immer davon überzeugen, dass Metal nicht das ist, wofür es dargestellt wird. Brutal, aggressiv, narzisstisch, satanistisch oder Nazi. Ja, also Narzissmus ist wieder was anderes wie Nazis. Nazis. Oh. Wehe, schreibt mir jemand in die Kommentare, Nazi ist kein Narzissmus. Ich weiß, dass Nazi kein Narzissmus ist. Narzissmus hat irgendwas mit dem typischen, ich bin ein richtiger Assi zu tun. Ja, und das halt so auch darzustellen. Und Nazis sind gegen Rechts, es ist Rechtsextreme und so weiter und so fort. Dann haben wir den Punk-Metal, Punk-Rock, wobei das eher Punk-Rock ist als Punk-Metal. Das gehört alles irgendwie zusammen. Dann haben wir unsere Emus, dann haben wir unsere Metaler, dann haben wir unsere Gothics, dann haben wir unsere Rocker, dann haben wir die Hard-Rocker, dann haben wir die Death-Metaler, Pagan-Metaler, Viking-Metaler. Da gibt es auch überall die eigenen Leute. Manche Leute verstehen sich nicht mit anderen Genres und ja, ich sag Genres, nicht Genre. Leck mich am Arsch. Ihr merkt, ich bin ziemlich abgefuckt heute, aber ganz ehrlich, wer Metal will, der hat Metal verdient. Und ganz ehrlich, ich habe echt aufgegeben. Ich habe keinen Bock mehr mit den ganzen Scheiße mich rumzuärgern. In Zukunft mache ich meine Videos so, wie es mir passt. Ich habe immer versucht, euch irgendwie ein bisschen mit einzubinden. Ich werde in Zukunft, wenn ich Kommentare sehe, werde ich die löschen. Und wenn es weiter so geht mit diesen Kommentaren, fickt euch, dann mache ich die Kommentare ganz aus. Ich wollte eigentlich euch immer die Möglichkeit geben, euch zu beteiligen, zu sagen, was euch nicht passt, was euch passt und so weiter. Aber dann darf ich mir Kommentare anhören wie, das ist mit der Drachenlady. Das haben die Hater versaut und das habe ich, glaube ich, 100.000 Mal gesagt am Anfang, dass ich sie nicht mit reinziehen werde. Dann haben wir die ganze Geschichte mit diesen ganzen verschiedenen verdammten Webseiten, wo es im Internet gibt. Und wenn mir jetzt wieder einer in die Kommentare schreibt, ey, du sollst nicht auf die Hater eingehen, leckt mich am Arsch, ich gehe auf das ein, was mir passt.
Und ich bin Mettler, ich mache immer noch das, was mir passt. Ich habe die Schnauze voll, dass mir jeder sagt, was ich machen soll. Ey, ich bin der YouTuber, ich mache die Videos. Wenn das nicht passt, da drüben ist die Tür. Schnauze halten und abhauen. Oh, yeah. Und ganz ehrlich, ich lade das Video jetzt so hoch und wenn das irgendjemandem nicht passt, dann deaktiviere ich die Kommentare. Dann könnt ihr das entweder schauen oder ihr lasst es. Mal ehrlich. Und für alle, die immer noch meine Videos neu hochladen, macht weiter. Ich lösche sie immer weiter und dann ist mir die Scheiße egal. Ganz ehrlich. Ich bin anders? Ja, ich bin anders. Ich bin verdammt nochmal ein Mettler und ich mache meine Videos so, wie es mir passt. Es gibt den dunklen Parabalritter. Dann gab es eine Zeit lang, der macht ja gar nichts mehr. Es gab den dunklen Parabalritter, dann gab es den Lord Abaddon. Das sind alles Mettler, die YouTube-Videos machen. Ich mag den dunklen Parabalritter, der macht coole Videos. Da könnt ihr mal reinschauen, auch wenn ich das letzte Video, was ich von ihm gesehen habe, nicht so besonders toll fand. Weil er im Prinzip genau das Gegenteil von dem gesagt hat, was ich sag. Mehr oder weniger. Also das war ein Witz dann halt, aber ich weiß nicht, wie die Leute das aufgepasst haben. Aber es gibt ein Video im Internet. Es gab zwei Videos im Internet. Das eine heißt, wie macht man Wacken richtig? Und das andere, wie macht man Metal richtig? Oder wie ist man ein wahrer Metaler? Irgendwie sowas. Schaut euch die Videos mal an, ich werde sie unten verlinken. Ihr wollt, alle da draußen, ihr wollt glauben, dass Mettler Assis sind, ihr wollt glauben, dass Mettler irgendwelche Vollidioten sind, die zu irgendwelcher schlechten Musik abgehen. Glaubt, was ihr wollt. In Zukunft mache ich meine Videos einfach nur noch, wie ich Bock drauf habe. So, und ich weiß, dass die Kommentare wieder kommen, seine Videos sind zu lange. Dann schaut das ja eben nicht an. Und ganz ehrlich, wenn meine Videos, wenn ich in Zukunft Leute sehe, die immer wieder unter zwei oder drei Kommentare, die gleichen Leute, die immer wieder schreiben, deine Videos sind schlecht, dann lösche ich euch. Dann habe ich die Schnauze voll. Wenn ihr euch das nicht passt, warum schaut das denn überhaupt an, Leute? Ganz ehrlich, hallo? Ey. So. Das war's jetzt leider für mich, für meine Videos hier. Wenn es nicht passt, tschüss. Und an alle anderen, Metal und bis zum nächsten Mal. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen-Vlog. Oh yeah. So, ihr fragt euch, schon wieder ein Vlog? Ja, denn ich habe mir gedacht, Vlogging und so weiter will ich ja ein bisschen häufiger machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, mache ich jetzt direkt nochmal einen Vlog. Denn ich habe heute, und das habe ich auf Twitter vorhin gepostet, um 1 Uhr nachts oder was, ich war schon im Bett gelegen, habe schon gepennt, beziehungsweise ich habe nicht gepennt, ich habe wieder mal über Gott und die Welt nachgedacht, was bei mir nicht ungewöhnlich ist, und habe echt wirklich, war wieder mal eine Stunde lang wach gelegen. Einfach mal so eine Stunde wach liegen. Kommt gut. Also habe ich noch ein bisschen so drüber nachgedacht und wie üblich kommen mir da Ideen für Videos. Normalerweise bin ich so, ich will mir das aufschreiben, mach's dann aber nicht und lege mich dann trotzdem hin und schlaf weiter. Und dann schlafe ich halt. Das ist natürlich ein Fehler, weil am nächsten Tag weiß ich, ich hatte eine geile Idee. Aber die habe ich nicht umgesetzt. Und weil ich es ja nicht aufgeschrieben habe, weiß ich nicht mehr, um was es in der Idee ging und kann mir dadurch auch den Gedanken nicht zurückholen. Was sehr ärgerlich ist. Dieses Mal habe ich mir das eben anders vorgenommen. Ich wollte dieses Thema schon länger ansprechen, habe auch schon oft überlegt, ob ich es mache. Und habe jetzt in der letzten Zeit mit einigen Leuten über das Thema auch sowohl in meinem Privatleben als auch jetzt mit ein paar Leuten, die ich halt über YouTube und generell halt über das ganze YouTube-Drachenlord-Zeug kennengelernt habe, habe ich mich mit denen über das Thema unterhalten und habe dadurch wieder gedacht, ja, ich muss damit mal wirklich mit euch reden auch. Auf Drachenlord kommt das Video, das ist jetzt nicht das hier, sondern das ist ein anderes Video, das ich heute noch drehen möchte oder zumindest jetzt die Skripte dafür schreiben und dann in den nächsten 1-2 Tagen das Ganze dann aufnehmen und schneiden und hochladen. Wann ich das Ganze bringe, weiß ich noch nicht. Ich möchte es eigentlich möglichst morgen spätestens hochladen können. Also macht euch darauf gefasst, dass es relativ schnell kommt. Aber ich kann euch nichts versprechen. Es ist nur der Wunsch, es möglichst schnell zu machen. Ob ich das zeitlich umsetzen kann, ist dann die andere Frage. Und bevor ich euch jetzt lange weiterhin auf die Folter spanne, es geht um das Thema Sex. Für die Jüngeren ist es vielleicht ein bisschen so ein Kicherthema noch. Kommt auf euer Alter an natürlich. Wobei auch die Älteren wahrscheinlich ein bisschen kichern werden. Im Thema Sex ist eine Sache absolut tabu. Das Tabu. Das ist nämlich genau der Witz dran. Wenn man sich mit dem Thema, wenn man natürlich alt genug ist und alles und sich mit dem Thema dann anfängt zu beschäftigen, sollte man eines ganz schnell lernen und verinnerlichen. Man sollte mit seinem Partner oder seiner Partnerin offen über das Thema Sex sprechen können. Man sollte nicht irgendwie ständig kichern müssen dabei. Also man kann schon mal ein bisschen Späßle und so weiter machen, das ist natürlich ganz normal und ganz okay. Aber man sollte auch ganz normal und ernsthaft über das Thema reden können.
Ich finde auch, man kann schon mal lachen, wenn man sagt Penis oder Scheide oder sonst was, aber ich finde, man sollte auch ernsthaft über das Thema miteinander sprechen können. Einfach, und das habe ich, ich lese sehr viele wissenschaftliche Studien über das Thema Sex, weil mich das nicht nur im Sinne von Erektion und Geilheit anmacht, sondern ich finde auch generell die ganze Theorie zu dem ganzen Thema und auch die ganze Praxis natürlich auch, finde ich ziemlich cool. Es gibt zum Beispiel Techniken, ich werde euch nicht über die Techniken aufklären, zumindest noch nicht, weil dafür gibt es einen anderen YouTube-Kanal, der wesentlich besser dafür geeignet ist als ich und ich das Thema auch nicht ewig weit ausdehnen möchte. Ja, also genau das meine ich zum Beispiel, ja. Wenn ich jetzt alle irgendwelche Sachen sage, das sind sehr schnell, kann man sowas in Zweideutigkeiten umwandeln. Speziell, wenn man über ein Thema spricht, in dem es um Sex geht. Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, ist ein hartes Thema. Kann man natürlich gleich wieder drüber lachen. Ich lache jetzt nicht, weil ich das, wie gesagt, alles für ernst halte. Und natürlich kann man drüber lachen und drüber Witzle machen, aber man sollte sich eben auch ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. So, genug von der Theorie, erzähle über das Ganze. Ich bin halt im Bett gelegen, habe drüber nachgedacht, bin aufgestanden und habe mich hier hingesetzt. Habe ein bisschen Musik gehört, wie ich das immer mache, und habe dann überlegt, als ich das Skript angefangen habe zu schreiben, ich möchte ein Intro haben. Das Problem ist, ich habe kein Intro. Ich habe zwar eins, aber ich möchte eigentlich ein neues. Ich möchte was ganz Neues machen. Ich möchte, Drachenlord hat jetzt auf einen neuen Level angefangen. Drachenvlog ist sowieso ein komplett neuer Kanal für alle. Auch wenn wir hier schon wahnsinnig krass jetzt drauf sind, wenn man bedenkt schon, der ist jetzt nicht mehr eine Woche alt und sind schon mehr als 300 Leute hier. Das ist voll krass, ihr seid echt geil, Leute. Jedenfalls, ich finde das richtig genial und möchte da ein komplett neues Kapitel aufschlagen. Ich habe auf YouTube, bin ich ja YouTube-Partner. Ich weiß nicht, ob man auf dieses Ding zugreifen kann, wenn man kein Partner ist. Ich vermute nein, aber ich weiß es nicht. Es gibt auf YouTube, wenn ihr in eurem YouTube-Studio seid, also wenn ihr dann links, dann habt ihr oben den Manager, Community, Kanal, Analytics, erstellen. Und unter erstellen habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt einmal den Video-Editor und einmal die Audio-Bibliothek. In der Audiobibliothek sind, Moment, ich kann mal auf die Genres gehen, alternativ Punkrock, Ambient. Ambient ist ein wenig so eine ruhige Musik, ein wenig so eine atmosphärische Musik. Ambiente nennt man das Ganze, oder Ambient. Country, Folk, Dance, elektronisch, also so Dance-Elektromusik, Filmmusik. Dann haben wir Hip-Hop und R&B, Jazz und Blues, Klassisch, Pop, R&B und Soul, Reggae, Rock und Urlaub. Urlaub weiß ich auch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Vielleicht ein wenig so Strandmusik und sowas oder ein wenig so Alpenmusik, keine Ahnung. Jedenfalls sowas halt. Ich bin jetzt in dem Fall jetzt hier im Rock-Bereich, weil ich natürlich Rock und Metal in meinem Kanal mache und höre. Jetzt habe ich allerdings hier ein bisschen rumgestöbert und habe hier zwei Sachen gefunden, die mir ganz besonders gut gefallen und die ich in meinen Videos vielleicht öfter mal verwende, beziehungsweise daraus auch ein Intro schneiden werde. Ich weiß noch nicht genau, wie das hinhaut, welches von den beiden ich nehme, aber ich werde euch beide mal kurz vorspielen, weil das Ganze ist ja lizenzfrei und ich darf das als YouTube-Partner verwenden. Das ist das Geile daran. Das erste heißt Stereo Innings und ist 2,22 Minuten lang. Also zwei, nicht ganz 2,5 Minuten, ist von Ancient Mixes oder Mix Shell, ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen, wie auch immer. Rock und Wütend, also das ist das Genre quasi dann, das ist dieses Rock und Wütend Bereich, deswegen sowas Krasseres. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal kurz an. Man hört natürlich schon, das ist richtig krass und richtig aggressiv auf einen Schlag. Finde ich echt cool und muss ich sagen, finde ich richtig, richtig geil. Das zweite fängt ein bisschen ruhiger an. Das machen wir jetzt mal auch an. Das heißt The Wrong Way. Oder Wrong Way, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Englisch und so weiter. The Wrong Way. 2,45, also das ist ein bisschen länger. Von Silent Partner. Den habe ich schon länger im Auge, weil der macht mehrere Videos oder mehrere Musik hier zum sich ziehen für Videos und YouTube und so weiter. Und der hat echt was drauf. Also müsst ihr euch mal anhören. Es ist auch Rock und ist auch wütend. Also es ist auch aus diesem gleichen Genre wie das andere gerade. Und es fängt, wie gesagt, ein bisschen ruhiger an, geht aber richtig krass weiter.
Und diese zwei sind momentan Sachen, die mir richtig gut gefallen. Ich habe noch mehr gefunden, aber ich kann euch das jetzt nicht alles zeigen, das wäre krank. Aber das sind so Sachen, die mir jetzt echt gut gefallen. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch kurz Sachen sagen, wie es gibt ja keine Kommentare mehr auf YouTube. Die Sache ist die, viele meiner Fans haben mich auch angeschrieben im Privat, im Chat und so weiter und so fort und haben gemeint, dass sie das ganze Kommentarzeug überhaupt nicht nutzen. Was mir wiederum, also sie lesen da oft einmal was und sagen mir auch oft einmal, ey, das ist voll assi, könntest du da mal irgendwas machen, bitte? Und dann lösche ich das meistens auch, weil es voll assi meistens ist. Aber viele von euch, also von den Fans, schreiben mich ja meistens über Facebook, über Twitter, über Instagram vielleicht nicht unbedingt, aber über Facebook habe ich schon was gekriegt, über Twitter habe ich schon was bekommen. Hab dem immer wieder angeschrieben, ey, kannst du da nicht irgendwas machen? Und das habe ich dann auch immer gemacht. Und die Kommentare habe ich von mehreren Leuten gesagt bekommen, ich soll die deaktivieren. Das habe ich gemacht und ja, als nächstes eine kurze Sache zu dem Thema Creeper Dark Horse, glaube ich, wurde Kasper ausgesprochen. Ich sage deswegen Kasper, weil mich ein Hip-Hopper dissen will. Hip-Hopper, ich weiß gar nicht, ob der Hip-Hopper ist oder nicht, er macht auf jeden Fall Raps und hat einen Drachenlord-Rap gemacht. Fick dich, du Assi, du hast doch gegen mich überhaupt keine Chance. Das Coole ist, dass jetzt halt klar, weil ich ja dieses Hip-Hop-Video auf meinem anderen Kanal gemacht habe, das so dargestellt wird, als wäre ich derjenige, der jetzt quasi gegen ihn rappt oder sonstigen Scheiß. Hallo, es war ein Gaudi-Video. Ich und rappen, ich kann Beatboxen, ja, aber ich werde nicht rappen. Und das Beatboxen, das mache ich meistens auch nur aus dummer Ding, wenn ich da am PC sitze und nicht drüber nachdenke. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Creeper Dark Horse, mach was du willst, das interessiert mich nicht, du bist ein großer Troll. Das war auch schon alles. Nicht im Sinne von diesem schönen Troll hier, sondern im Sinne von du bist ein Troll. Denn das ganze Zeug von diesen Lach-Typen da, das ist ja alles von dir ausgegangen, wie ich am Anfang mitgekriegt habe irgendwie. Und da hat er irgendwie das ganze Zeug von mir gepostet, von sich gepostet, kein Plan. Also ich habe von den Typen, ich habe überhaupt nichts mit dem Typen zu schaffen und ich will mit dem Typen auch gar nichts zu schaffen haben. Vor allem, viele meiner Fans haben mich ja angeschrieben, ey, hast du das mitgekriegt? Die Pflaume hat da ein Video über dich gemacht, ein Hopper disst dich, das ist ja wohl voll der Witz. Naja, ich sag's mal so, ich habe vor einigen Monaten ein Video gehabt, das habe ich auch, glaube ich, gar nicht erwähnt, mit Absicht nicht, das ist auch mittlerweile verschwunden, habe ich gesehen, das hat sich genannt Drachenlord Diss. Da war ein Hopper, der hat über mich gerappt und hat irgendwie gemeint, dass ich halt voll schlecht bin. Und dann dachte ich mir halt einfach, Junge, du kannst doch gar nicht rappen. Ich habe mich ja in meiner Schulzeit ich mich ja mit Hip-Hop auseinandergesetzt und ich höre ja auch teilweise Hip-Hop. Aber ich bin ja eigentlich Metaler. Wie auch immer, ich fasse mich eigentlich gar nicht so in diesen Genres fest. Ich beiß mich gar nicht in den Genres so extrem fest. Aber was mich halt einfach zum Schmunzeln bringt, ist, die wollen über mich rappen und dann denke ich mir einfach nur, ich kann besser rappen wie die. Und das ohne Beat und ohne Rhythmus und ohne alles und bin trotzdem besser. Ich meine, den Rap, den, ich weiß nicht, ob das irgendeine bestimmte Sonderrecht-Rap-Ragging ist. Aber ja, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Bestimmtes von denen ist oder nicht, aber auf jeden Fall stimmt eins, auf jeden Fall. Das ist Schmarre. Wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, dass es völliger Blödsinn ist, was er da gemacht hat. Und ich habe dich in meinem Leben noch nicht gesehen, ich habe dich in meinem Leben noch nicht gesprochen und ich habe vor allem in deinem Leben, ich habe in meinem Leben vor allem noch nie was mit dir zu tun gehabt. Und da frage ich mich ernsthaft, hast du es wirklich nötig, dich mit mir anzulegen, beziehungsweise dich mit mir anzulegen? Weil ich lege mich mit dem Kasper ja gar nicht an. Ja, er soll machen, was er will, er ist YouTuber. Ich sag dir das deutlich, falls du das Video hier irgendwie guckst oder deine Fans sich darauf aufmerksam machen oder was, ich sag dir das ganz deutlich, was ich davon halte. Du und ich, wir sind beides kleine Scheiße an YouTubern. Da gibt's YouTuber da draußen, die singen und machen und was weiß ich und sind da mit mehreren Millionen Abos dabei. Das sind wir ein Witz dagegen und ich habe gar keine Lust, mich mit jemandem wie dir anzulegen. Ich lege mich generell mit niemandem an, weil YouTube ist keine Plattform, wo man sich gegenseitig stresst, sondern es ist eine Plattform, wo man miteinander arbeitet als YouTuber. Ich meine, wenn ich mir die großen YouTuber anschaue, Alblali, Lifloid, Apple War Pictures, wen gibt's noch? Mr. Trashpack, Dr. Allwissens. German Let's Play, das ist ein Let's Player. Dann gibt's noch den, also klar ist ein Let's Player, aber ich meine jetzt halt im Sinne von, das ist kein YouTuber an sich, sondern ein Let's Player, der macht Videospiele. Dann hätten wir zum Beispiel noch ungefilmt, ungespielt, das ist eine Person. Dann haben wir noch den Tadel, in Adi, der hat seinen eigenen Kanal, in Tommy, der ist von Apple War. Adi war ursprünglich bei Apple War. Da gibt's so viele gigantische YouTuber. Ein paar Leute kenne ich, ein paar Leute kenne ich nicht. Und ich habe aber, das Witzige ist ja daran, wenn ich wollte, könnte ich theoretisch gesehen mit verschiedenen YouTubern, die ich kenne, die auch groß sind, sagen, pass auf, kannst du mir da mal wegen was machen, kannst mich vielleicht versuchen, wegen zu ziehen. Könnte ich machen, mache ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich das von alleine schaffen will. Ich habe das zu mehreren YouTubern schon gesagt.
Und ich hab, mich hat auch schon einmal einer angeschrieben, der hatte, ich glaube, 50.000 oder was. Das war nicht Master Chen, das war jemand anderes. Master Chen gibt es dann auch noch, der hat auch 40.000, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ein bisschen, maybe 40.000 oder so. Falls du nicht schon 50.000 hast, dann tut es mir leid. Aber ich sage das immer wieder deutlich dazu. Ich möchte nicht gezogen werden, ich möchte es von alleine schaffen. Denn wenn ich dann am Ende oben bin, oder wenn ich aber an einem bestimmten Punkt dann mit anderen YouTubern zusammenarbeite, würde ich mich natürlich darüber freuen. Ich würde mich auch jetzt schon darüber freuen, aber dann würde das halt so dastehen, ich habe mich jetzt halt doch ziehen lassen. Ja, also was soll ich jetzt dazu sagen? Das Video wird jetzt ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Creeper Darkos, ich sagte deutlich, was ich von dir halte. Mach dein Ding, ich mach mein Ding. Und ich habe auch mittlerweile ja schon gesagt, ich habe auch gar nicht mehr die Absicht, mich irgendwie mit irgendjemandem anzulegen, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich habe in den letzten 5 Monaten, in den letzten 6 Monaten habe ich das Ziel aus den Augen verloren, das ich eigentlich hatte ursprünglich. Ich wollte mit meinem Kanal was verändern, ich wollte mit meinem Kanal was erreichen. Und ich wollte vor allem mit meinem Kanal auf die Art und Weise was erreichen, dass ich mein Ding mache. Ich habe mich zu sehr drauf fixiert, mache ich das, was der macht, mache ich das, was der macht, könnte ich da irgendwas verbessern, könnte ich da irgendwas verbessern. In diesem ganzen Verbesserungswahn habe ich mein eigentliches Ziel aus den Augen verloren, ich zu sein, meine Videos zu machen, wie sie mir passen und wie ich Lust drauf habe. Weil ganz ehrlich, die ganz alten Fans, im Sinne von die ganz alten Fans, die schon lange dabei sind, haben mir das immer wieder gesagt, wenn ich sie wo getroffen habe und auf Summer Breeze, haben mir das so viele gesagt, mach dein Ding, mach das so, wie du es gemacht hast immer. Ich habe dich von Anfang an geschaut, ich habe alle deine Videos gesehen, haben ein paar sogar gesagt. Es gab sogar 2, 3, die gesagt haben, ich hab deine ganzen Videos gesehen. Und ich finde, am Anfang warst du viel besser, du hast dein ganzes Ding so gemacht, wie du wolltest und damit hast du richtig was geschafft. Und das, dadurch bin ich ja auch groß geworden. Und dann natürlich dieses ganze Hater-Gedöns, das war dann natürlich auch wieder so ein Schwachsinn, was ich da abgezogen habe. Natürlich, das war ich, das war einfach diese blöde Laune von mir, die ich Lust hatte, und da ein bisschen Scheiß zu machen. Aber Fakt ist, dass das alles, dass ich da alles aus den Augen verloren habe, was ich eigentlich wollte. Also, ganz ehrlich, Creeper Darkos, dein Video gefällt mir persönlich nicht, weil es einfach schlecht ist, meiner Meinung nach. Aber es ist dein Ding, und dafür meinen Respekt, dass du machst, was du machst. Ich würde nur gerne darum bitten, dass in Zukunft meine Videos und mich in Ruhe lässt, weil ich mein Ding mache und du dein Ding machst. Und damit hat sich die Sache erledigt. Du kannst rappen über was du willst, du hast mir da so eine freundliche E-Mail geschickt, die zugegeben ziemlich assi war und ich gleich zur Sau gemacht wurde, was mir einfallen würde, dass ich denen irgendwie vorschreiben würde, was er rappt. Hä? Wann habe ich das je gemacht? Ich sagte, dein Rap ist schlecht. Das ist alles, was ich gesagt habe. Ach, das Thema über Sex kommt. Ich würde es gerne heute noch drehen, dass ich es morgen hochladen kann, spätestens. Vielleicht kommt sogar noch heute Nachmittag. Das Video werde ich auf jeden Fall jetzt gleich schneiden, während ich das Skript schreibe fürs andere. Dann danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid dabei. Falls euch das Thema Sex interessiert, könnt ihr auf meinem anderen Kanal vorbeischauen. Ansonsten empfehle ich euch den Kanal 61 Minuten Sex. Das ist ein Kanal von Jan und Chana, heißen die beiden. Und die beiden machen das Thema Sex schon relativ lange. Der ganze Kanal 61 Minuten Sex geht um dieses Thema Sex. Ich möchte denen auch gar nicht in die Parade fahren, weil die machen echt einen guten Job. Ich kommentiere auch, ich schreibe da auch, ich schaue mir die Videos an, ich bewerte die Videos positiv, wenn sie mir gefallen, was die meistens tun oder was sie meistens sind. Ich werde euch das mal irgendwo verlinken, irgendwie in der Beschreibung oder sowas werde ich das mit reinsetzen, wenn ich dran denke. Ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen Twitter-Account, ich habe einen Metal Flirt Account, da könnt ihr mich überall adden, da nehme ich euch überall an. Bloß auf meinem privaten Facebook Account nehme ich euch nicht an und meine Facebook Seite existiert nicht mehr. Beziehungsweise sie existiert schon noch technisch gesehen. Aber ich habe sie deoffizialisiert. Geil, das ist ein neues Wort. Deoffizialisiert. Jedenfalls ist sie nicht mehr offline, nicht mehr online und ihr könnt sie nicht mehr anschauen und in ungefähr 13 Tagen wird sie gelöscht sein. Zu dem Thema werde ich noch ein anderes spezielles kleines Video machen, weil ich will das Ganze in Zukunft auf meine komplette Webseite fixieren. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Oh yeah.